begrüße euch zu einem neuen Video hier beim German Treasure Hunter und diesmal geht es nicht etwa um tolle Funde, um die Luftsprünge, die ich danach immer mache und auch nicht um die schönen Landschaftsaufnahmen. Es geht diesmal um das Thema Sondengänger in Zusammenarbeit mit der Archäologie und dazu konnte ich vor kurzem eine Tagung besuchen und zwar die Tagung zum Sondengehen im Rheinland, initiiert vom LVR, also dem Landschaftsverband Rheinland. Und diese Veranstaltung, muss man sagen, war eine ausgestreckte Hand von der Archäologie an uns Sondengänger und viele haben diese ausgestreckte Hand angenommen, haben sich auch sehr darüber gefreut, wie ich persönlich auch, fand das wirklich ganz toll, dass ihr das gemacht habt und es waren insgesamt 100 Leute da, es hätten aber tatsächlich noch viel, viel mehr sein müssen. Viele Leute regen sich in Foren und auch auf Facebook immer auf über die Archäologie und da hätte man doch durchaus ein paar mehr Leute erwarten dürfen. Trotzdem sind viele gekommen, auch von weit her. Teilweise sind die Leute 3 bis 4 Stunden sogar gefahren. Ich habe mit sehr vielen Leuten vor Ort auch gesprochen. Und natürlich ging es einmal darum zu zeigen, wo stehen wir gerade mit der Archäologie und betreffend natürlich die Zusammenarbeit mit den Sondengängern. Dann wollte man natürlich wissen, was sind die positiven, was sind die negativen Seiten. Es gab eine Menge Positivbeispiele, aber auch viel Negatives, von dem wir berichtet haben. Und es gab zum Schluss auch eine rege Diskussion, wo auch vieles mitgenommen worden ist von der Archäologie. Alles das werden wir hier in diesem Video mal zusammengefasst euch wiedergeben. Das Wichtigste natürlich nur, also eine Essenz von dieser Veranstaltung. Die wurde eröffnet von Frau Dr. Morscheiser. Einige kennen sie schon vielleicht aus Overath vom LVR und wir haben mit ihr schon einige Videos gemacht, zum Beispiel zum Thema rechtliche Situation oder auch zum Thema Genehmigung. Ich möchte ganz kurz einen Ausschnitt zeigen. Frau Dr. Morscheiser erklärt nämlich erstmal, wer ist eigentlich dieser Archäologe? Unsere Aufgabe ist, Denkmäler zu schützen. Und ein Denkmal ist für einen Archäologen nur intakt, wenn der Zusammenhang zwischen Fund und Befund besteht. Also dass das, was sie suchen, die Funde, die Münze, die Fibel, die Gürtelschnalle oder sonst was auch immer, mit den Befunden in Zusammenhang sind. Das Befund ist das, was unter der Erde ist, die Mauer, das Pfostenloch und solche Sachen. Und unser Job ist es, darauf aufzupassen, dass das zusammenbleibt. Ja, dann hat Frau Dr. Morsch also noch erklärt, wer ist denn eigentlich dieser Sondengänger? Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, wir blenden das mal eben ein. Der Sondengänger ist laut ihrer Statistik männlich, 30 bis 45, technikaffin, ja, bin ich auch, heimatlich geschichtlich interessiert, bin ich auch, mitteilungsbedürftig. Ja, das erklärt natürlich auch, warum so viele Leute in Foren und auch auf Facebook ihre Funde posten. Die ganz Bekloppten haben dann zum Beispiel auch einen eigenen YouTube-Kanal, wie zum Beispiel ich selber auch. Und sie sind auf der Suche nach Gleichgesinnten. Ja, wer ist das denn nicht? Aber fand ich ganz witzig, das auch mal kurz dazu bieten, was so ihrer Auffassung nach oder der Statistik nach denn der eigentliche Sondengänger ist. Dann hat sie noch viele interessante Sachen gesagt, unter anderem auch, dass es in diesem Jahr einen deutlichen Zuwachs an Sondengängern gegeben hat, die sich für die Suche mit der Genehmigung interessieren. Viele Leute haben auch jetzt neu in diesem Jahr eine offizielle Genehmigung beantragt und diese auch bekommen. Das waren, wenn ich das richtig verstanden habe, fast an die 100 Leute. Top Sache, sehr gut Leute und da wollen wir hin, dass wir immer mehr Leute zum legalen Suchen auch bewegen. Aber wir möchten auch ganz kurz eingehen auf den Punkt DSU, Deutsche Sondengängerunion, die sich ja gegründet hat wegen verschiedener Dinge, die vielleicht nicht optimal gelaufen sind, auf beiden Seiten mit Sicherheit. Und Frau Dr. Morsch also hat natürlich auch das angesprochen und ist mal durch einige Punkte durch, die die DSU fordert und hat mal ihre Meinung dazu gesagt. Ganz interessant. Die Statuten der Sondengängerunion sagen eigentlich Sachen, die für uns durchaus tragbar sind. Entkriminalisierung des Hobbys Sondengehen. Ja, das tun wir. Wir wollen nicht, dass sie illegal über den Acker laufen, sondern wir wollen, dass sie mit uns in Zusammenarbeit laufen. Wir wissen auch, dass wir es ihnen nicht verbieten können. Wir wissen auch, dass sie so und so laufen, deshalb entkriminalisieren und mit uns zusammenarbeiten. Also die genehmigungsfreie Schatzsuche würde ich bei den Sachen eher mal von archäologischer Seite als Diskussionsgrundlage sehen. Da haben wir unterschiedliche Zielsetzungen. Repräsentation der gemeinsamen Interessen in der Öffentlichkeit
für uns als Archäologen ist es gut, wenn sie auch mit einer Stimme sprechen. Im Moment ist es für uns sehr, sehr schwierig, mit dem Sondengänger, den ich vorher vorgestellt habe, überhaupt zu kommunizieren. Daher finden wir so eine grundsätzliche Idee auch ganz gut. Das war also eine ganz klare Aufforderung zum Schluss von Frau Dr. Morscheiser, dass man die Zusammenarbeit sucht, dass man gerne mit den Sondengängern zusammenarbeiten möchte, aber doch bitte auf einem konstruktiven Level und nicht mit Drohgebärden. Das muss nicht sein, das braucht kein Mensch, so kommt man auch nicht weiter. Deswegen versuchen wir es mit dieser Tagung und ich setze mich auch persönlich dafür ein, dass wir da weiterkommen. Frau Dr. Morsch also hat ein anderes schönes Projekt noch ins Leben gerufen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Übrigens tolle Jungs, ich habe sie alle kennengelernt oder den größten Teil davon. Schöne Grüße an euch. Und sie haben ein tolles Projekt auf die Beine gestellt und zwar durften sie den Kottenforst absuchen. Das ist ein Wald hier bei Bonn und ich werde diesen Vortrag von Oliver C. Thornton wahrscheinlich, wenn er zustimmt, komplett hier auf meinen Kanal stellen, weil da wirklich ganz interessante Sachen dabei waren, auch was das Thema Vorbereitung angeht und Recherche bei so einem Projekt, das ist ja auch mal interessant zu sehen. Wie gesagt, wenn das alles abgesegnet wird, dann stelle ich das auch noch komplett online und jetzt hier nur ganz kurz, ja mehr oder weniger, was hat denn dieses Projekt unterm Strich gebracht? Wir haben das mal in zwei Ausschnitten kurz zusammengefasst. Der Kottenforst ist leider relativ leer, was interessante Funde angeht. Wir haben das übliche Fundspektrum vom Achsnagel über Kaliber 50 BMG-Munition. Das hier ist wahrscheinlich eine britische INC-4LB-Stabbrandbombe. Das da oben dürfte ein Pfeifendeckelchen sein. Hier ist eine kleine Schnalle, möglicherweise 17. Jahrhundert. Das war's dann schon. Also unsere Detektorfunde aus dem Wald sehen da tatsächlich nicht großartig anders aus als ihre, in aller Regel. Das Gesamtergebnis vom Kottenforst-Projekt bisher, das läuft noch, ist noch nicht abgeschlossen, ist, dass wir viel gelernt haben. Ich hatte vorher mit Geodaten nicht mehr zu tun, als das GPS in meinem Handy zu benutzen. Das war also für mich Neuland, hat aber ganz gut funktioniert. Die Waldsuche war deutlich weniger spannend, als wir uns das erhofft hatten. Alle wollen ja immer in den Wald. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Wald genug. Mir ist ein Acker lieber. Es gibt relativ viel Sondeltourismus aus den Nachbarländern. Das betrifft nicht nur die nördlichen Bereiche, sondern auch uns. Also Busse mit Holländern kommen durchaus auch im Kottenforst vor. Die haben noch nicht mitbekommen, dass da eigentlich nichts mehr zu finden ist. Jeder von uns dürfte inzwischen den Kampfmittelräumdienst im Kurzwahlspeicher haben, denn obwohl der Kampfmittelräumdienst durch den Kottenforst weitestgehend und großflächig durch ist, treffen wir trotzdem noch auf das übliche, rundliche, rostige Objekt, was dann zwischen 7,5, 8, 8 und größerem liegt und nicht unbedingt durch uns geborgen wird. Beim Warten auf den Kampfmittelräumdienst haben wir da auch festgestellt, dass der Pizzadienst ungern mitten in den Wald liefert. Außerdem referierte noch der Dr. Otten über das Denkmalrecht in Nordrhein-Westfalen. Da muss ich aber sagen, ich würde behaupten, dass 100% von den Leuten, die im Saal anwesend waren, über diesen Gesetzestext eigentlich schon sehr gut informiert waren. Es gab hier und da mal ein paar detailliertere Ausführungen. Das war nicht schlecht, aber ich glaube, viel Neues war da jetzt nicht dabei. Dann hat noch Eckhard Laufer vom LKA Hessen gesprochen. Er hat hauptsächlich oder ausschließlich eigentlich Negativbeispiele gezeigt und auch die schwarzen Schafe. Das muss auch mal sein, ganz klar, um dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Aber ich denke, das bringt uns jetzt in der Zusammenarbeit mit der Archäologie nicht wirklich weiter, bei dem Thema zumindest. Und darum kommen wir zu Markus Brüche, der hat nämlich auch referiert. Der geht schon seit über einem Jahrzehnt mit Genehmigung. Und er sollte mal darstellen aus seiner Sicht als Sondengänger, was sind denn die positiven und was sind die negativen Seiten. Kommen wir zuerst zum Positiven. Ich muss sagen, wie gesagt, ich gehe schon seit mehreren Jahrzehnten suchen. Bei mir stellte sich auch die Frage, was machst du jetzt? Gehst du jetzt zum Amt hin, lügst du denen einen vor und sagst, du bist ein Neuling wie jeder andere. Und ich bin, also wer mich kennt, weiß ganz genau, lügen tue ich nicht. Ich habe auch vor nichts Angst, sage ich jetzt mal, dass ich irgendwas gemacht hätte. Ich bin zu Frau Tuttlis gegangen und sage, Frau Tuttlis, ich möchte gerne eine Suchgenehmigung haben, aber stellen Sie sich nicht vor, dass ich erst seit gestern suche. Also ich gehe schon seit ein bisschen länger suchen. Na, und Frau Tuttlis sagt auch, und da muss ich echt sagen, also der Außenstelle Niedecken, Hut ab, so sagt sie auch, ist nicht schlimm, wir fangen bei Null an. Und ich kann nicht wirklich jedem raten, sich mal eine Genehmigung zu holen. Also man wird da nicht, sag ich mal, vor das offene Messer laufen. Seitdem, wo ich eine Suchgenehmigung habe, muss ich sagen, in Niedecken habe ich noch nie ein Problem gehabt. Also beste Beispiel vor
Vor einem Dreivierteljahr war ich unterwegs in Niederemd. War im Glauben, dass ich diesen Acker, ich hatte einen Acker davor, nehme ich ja. So, wir natürlich auf den Acker, den ich nicht genehmigt hatte, drauf. Keine 5 Minuten kam ein kleiner Mann an, mit dem Hund, stellte sich vor und sagte, ich bin von der Polizei, was machen Sie hier? Ja, ich sage, hier suchen, das dürfen Sie nicht, doch, ich sage, Straftat. So, und ja, letztendlich hätte ich nicht gedurft, weil eben der Acker, ich sage jetzt mal, nicht genehmigt war. Ja, gut, ich will da nur mit sagen, mir wurde nicht der Kopf abgerissen. Deswegen sage ich, das ist eben, sage ich mal, das Positive. Kommen wir nun aber auch zu den negativen Dingen. Auch da hat Markus eine sehr lange Liste gehabt. Es wurden auch nachher in der Diskussion noch eine ganze Menge Punkte angesprochen, die deckungsgleich waren. Eine Sache möchte ich persönlich nochmal mit einbringen in die Diskussion. Ich habe die Frage auch schon mal gestellt. Ich fand die Antwort nicht wirklich befriedigend, um ganz ehrlich zu sein. Ein kurzes Beispiel. Es gibt einen Acker, den darf ich in diesem Jahr absuchen. Dann ist der im nächsten Jahr Wiese. Dann darf ich ihn eigentlich offiziell nicht mehr absuchen und ein Jahr später ist er wieder Acker, dann darf ich ihn wieder absuchen. Was zur Hölle macht das für einen Sinn, ganz ehrlich. Aber wir wollen jetzt nicht unbedingt darauf rumreiten, aber in diesem Punkt kann man ruhig auch mal mit aufnehmen. Markus hat aber auch nochmal sehr viele negative Dinge dargestellt, die eigentlich für jeden Sondengänger ja ständig auf der Hand liegen. Warum melden sich die Leute nicht? So, ganz einfach. Kostenfaktor, was ich eben gesagt habe, eben wegen der Genehmigung, ist immer auf jedem Stammtisch in allen Foren ein Gesprächsstoff gewesen. Dann, ich sag mal, was nützen uns schärfere Gesetze? Ganz ehrlich, also man kann mit der Pistole neben einstehen. Wer suchen gehen will, geht suchen. Und das juckt einem wirklich nicht die Strafen. Da können die Strafen bis auf 1 Million gesetzt werden. Das ist wirklich, geht einem am Arsch vorbei, auf gut Deutsch gesagt. Also wenn ich jetzt mir eine Suchgenehmigung hole, dann beantrage ich die ja. Man kann ja im Antrag festlegen, so, Junge, pass mal auf, du kriegst von uns die Genehmigung erstmal für ein Jahr, danach auf 2 Jahre und wenn du ein paar Jahre dabei bist, kriegst du auf 5 Jahre. Unter der Prämisse, du bringst einmal die Sachen im Jahr vorbei. So, wenn das ja geklärt ist, also steht eigentlich auch nichts der 5-Jahres-Genehmigung im Weg. In England läuft das Ganze ganz anders, das ist eben so, man findet was, man hat, braucht auch keine Angst zu haben, man geht hin. Also so kenne ich das noch von 2004. Da waren wir mit 50 Mann dort, waren da suchen, haben das angemeldet. Nein, nein, wir haben das offiziell angemeldet, nicht einfach hingefahren. Angemeldet. Wir haben unsere Route vorgegeben bei den Arschlogen. Wir waren donnerstags da. Dann wurde gefragt, wie lange wir dort bleiben. Dann haben wir dann gesagt, bis Dienstag. Dann haben sie gesagt zu uns, okay, wir kommen Montag vorbei. Dann kamen dann 2 Mitarbeiter von den Ämtern, haben die Funde ausgewertet oder katalogisiert und diese dann auf Karten eingezeichnet. Das, was sie da halten wollten, haben sie dann da gehalten. Natürlich mit Angaben der Personen, die es gefunden haben. So, und für den Rest hatten wir eine Ausfuhrgenehmigung bekommen gehabt. Eine ganz offizielle. So, und ich kenne das jetzt so, wenn da Interesse dran bestanden hätte, hätte jetzt England gesagt, so, die Sachen, die möchten wir gerne für unsere Sammlung haben, dann wäre man dort entschädigt worden. Was für auch natürlich ein sehr großes Problem ist, und das kennen auch viele, das sind bei den Anfängern die Funde. So, man sieht ja viel im Internet, sag ich mal, Funde, wo man sagt, um Gottes Willen, was nimmt der mit nach Hause? Also ich habe schon gesehen, ihr habt, da nehmen die Gewehrgranaten mit, da nehmen sie Brandschambomben mit. Wir waren mal an einem Projekt vom Geschichtsverein Norwenisch unterwegs, das wäre ich mein Lebtag nicht. Das war aber auch schon ein Sucher, der schon was länger unterwegs ist und er rief dann, Markus, guck mal, eine LKW-Bremstrommel. Ich sage, Junge, hör uns, hast du schon mal gesehen, eine Bremstrommel ohne, ich sag mal, die Narbenlöcher? Ich sage, das ist eine Mine, wo du drauf klopfst. Ich sage, klopf noch was weiter rum. Und ja, gut, KMD angerufen, der kam, sagte auch, ist nicht schlimm, das Ding ist noch intakt. Da sagte ich, ja, ist intakt, okay, sagte ich, alles klar, er hat mitgepackt. Das sind so Punkte, wo das Amt, sag ich mal einlenken sollte und sagen soll, wir müssten einmal im Jahr eine Veranstaltung oder ich sag mal einen Lehrgang anbieten, wie in Norddeutschland. Ich kenne das von der Detektorengruppe in Norddeutschland her. Da wird ein Seminar angeboten, da werden die Leute ein bisschen geschult. Also das heißt, man wird, ich sag mal, auf
Funde aufmerksam gemacht. Das ist bei uns hier im Rheinland da wo ich bin, kenne ich das nicht. Also es wird keinem gesagt, pass mal auf, das darfst du nicht oder hier, das könnte passieren. Also man geht wirklich unbedacht. Und ich habe auch schon alles gefunden, was Bumm macht. Und ich sage jetzt mal, Neuling, der keine Ahnung davon hat, der hat sich schnell mal, sage ich mal, einen Arm weggesprengt, Bein weg, was weiß ich nicht mal, all weg. Außerdem gesprochen hat Mike Passing. Er ist aus dem Bereich der Außenstelle in Xanten, hat nochmal einige Negativbeispiele gebracht. Da war aber vieles deckungsgleich, da wollen wir jetzt nicht mehr großartig drauf eingehen. Dann gab es zum Abschluss nochmal eine sehr schöne Q&A, also eine Frage- und Antwortrunde. Da haben sich also die anwesenden Archäologen nochmal den Fragen des Publikums gestellt. Auch das muss man erstmal anerkennen. Das fand ich wirklich eine super Sache, dass das überhaupt gemacht worden ist. Hier konnte man wirklich nochmal seine Punkte anbringen. Jeder konnte nochmal Vorschläge machen, Negativbeispiele bringen und nochmal auf den Punkt nachfragen. Sehr oft ist zum Beispiel auch das Thema Wald genannt worden und andere Flächen, warum man die nicht auch zum Beispiel partiell für Leute mit Genehmigung denn zugänglich macht. Unter anderem hat auch Professor Dr. Kuno, quasi der Master Chief Archäologe, dazu eine sehr interessante Antwort gegeben und er kann sich durchaus schon vorstellen, dass es Flächen gibt, die man freigeben könnte. Wir haben aktuell in NRW eine neue Landesplanung. Wir haben Regionalpläne. In diesen Regionalplänen werden festgelegt die Auskiesungsflächen der nächsten 20 bis 25 Jahre. Das sind die sogenannten BSAB-Gebiete. Da könnte ich mir vorstellen, dass man in gewissen Flächen sagt, da haben wir sozusagen ein gemeinsames Ziel, denn die Perspektive für diese Fläche ist in dem Sinne eine schlechte, in 20, 25 Jahren ist es weg. Also das sind so Bereiche, wo ich mir vorstellen könnte, dass man eben da ganz aktuell uns auch behilflich sein kann. Es ist nicht einfach, sowas zu koordinieren, es bedarf auch eines Vertrauensverhältnisses von beiden Seiten, aber das sind so Gefährdungsmomente, wo ich mir sowas vorstellen könnte. Das Schlusswort hatte Frau Tutlis, das ist meine Archäologin, schöne Grüße auch an dieser Stelle. Und ich finde, sie hat noch eine sehr interessante Botschaft zum Schluss an uns alle geschickt. Und ich denke, das ist schon ein kleines Zeichen, denn sie hat Folgendes gesagt. Es sind einige Punkte angesprochen worden, von denen Sie sicher sein können. Wir nehmen Sie mit in unser Haus. Wir werden auch darüber reden, auch nochmal versuchen, darüber nachzudenken, ob wir einwirken können, auch in den Bereichen, wo es scheint, dass wir es nicht können. Wir haben wahrgenommen, dass Sie im Prinzip über die Länge der Sucherlaubnis, über die Kosten der Sucherlaubnis im Grunde nachdenken, ob das wirklich so erforderlich ist. Sie wünschen sich, so habe ich es wahrgenommen, eine pragmatische Umgehensweise miteinander. Sie wünschen sich ein stärkeres Eingebundensein. Sie wünschen sich im Prinzip auch, dass man etwas flexibler mit Flächen umgeht. Da haben Sie die engen Grenzen schon kennengelernt, aber wir werden darüber nachdenken. Auf jeden Fall wäre es mir wichtig, fühlen Sie sich bitte nicht als Fremdkörper, denn das sind Sie nicht. Sie sind, und nur deshalb stehen wir heute hier, an einem Austausch, an einem Gespräch mit Ihnen interessiert. So, fassen wir noch einmal die wichtigsten Kernbotschaften dieses wichtigen Tages zusammen. Und zwar einmal natürlich ganz klar, dass das Feedback auch ernst genommen und mitgenommen wird. Das heißt, die Sachen, die wir als Negativbeispiele an die Archäologie herangetragen haben, die möchte man sich zu Herzen nehmen, die möchte man mitnehmen, man möchte darüber diskutieren und gucken, was können wir umsetzen. Das wird sicherlich nicht alles sein, ganz klar. Das wird auch sicherlich nicht sofort passieren, es braucht Zeit, auch das versteht man natürlich. Aber es ist immerhin ein gutes und wichtiges Symbol für alle. Außerdem natürlich auch ganz klar, dass die Zusammenarbeit gewünscht ist hier in Nordrhein-Westfalen. Aber da muss man natürlich auch die andere Seite einfordern. Also wir als Stadtsucher Sonnengänger müssen uns auch ganz klar zur Archäologie bekennen und müssen sagen, Schulter an Schulter mit der Archäologie und wer nach alten Sachen suchen möchte, bitte nur mit Genehmigung. Eine Sache noch zum Schluss und zwar
wurde auch so ein bisschen eingefordert, dass man doch auch Vorschläge machen soll, mal welche Projekte denn gewünscht sind oder generell einfach Projektvorschläge einbringen. Das habe ich übrigens schon gemacht mit zwei Dingen. Das Feedback war durchaus ganz positiv und ich denke, da geht es weiter. Wie genau es weitergeht, könnt ihr natürlich hier auf meinem Kanal verfolgen beim German Treasure Hunter. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal.